Gute Nachtschichtgeschichten, ein Videopodcast des Schwarzwald-Bar-Klinikums. Hey zusammen, mein Name ist Luis, ich bin der Moderator und ich treffe echte Pflegefachkräfte, um mit ihnen echte Geschichten aus ihrem Alltag zu besprechen. Für mich war klar, der hat es nicht geschafft. Ich muss jetzt tief durchatmen, da ist der nächste Patient. Und dann kam eine ganz leise, zarte Stimme, die dann sagte, Guten Morgen, Monsieur Andrea. Und das ist der Moment, wo ich tatsächlich immer noch Gänsehaut kriege, ja. Sorry. Das ist meine Geschichte, die mir so wichtig auch war, weil die immer in meinem Kopf ist und weil ich die auch gerne erzähle und immer wieder erzähle, weil das was ganz elementar Begleitendes in meinem Berufsleben war. Es geht insgesamt um die Pflegemaxime. Es geht um Mut, Profession, es geht um Vertrauen und Wissen. Okay, was ist passiert? Wieso? Und dann, genau, ich bin zu ihm hin, habe gefragt, was los ist. Und er war dann plötzlich der Meinung, dass wir eine große Organmafia sind und seine Niere nur im Prinzip operieren wollen, um sie dann zu verkaufen. Wow. Man muss mutig natürlich sein, indem man solchen Situationen nicht aus dem Weg geht und solche Situationen auch erkennt. Also ich stand genau... Du standst genau daneben. Ich stand genau vor ihr. Also ich wollte sie gerade am Monitor und ich stand genau vor ihr und sie verdreht die Augen. Also ich wusste, wenn ich eine Geschichte einreiche, dann genau diese, weil die mich einfach geprägt hat in dem, in meinem Handeln, in meinem Tun, in meinem Bauchgefühl. Ich finde irgendwie, vergisst man das ein bisschen so im Pflegealltag, wenn man da mal so drüber redet, so wie hier jetzt, dann kommt einem das schon wieder in den Vordergrund, was eigentlich Pflege überhaupt für ein Beruf ist. Mhm. Genau, das ist eigentlich schön. Es hat mich sehr beeindruckt. Es hat mich auch verstehen lassen, was für Höchstleistungen diese Menschen bringen und wie wichtig ihre Aufgabe in unserer Gesellschaft ist. Und was es genau damit auf sich hat, das erfahrt ihr in 4 spannenden Folgen. Also hört und schaut unbedingt rein.